Ja, in der neuen Zeit jetzt, wo wir drinstecken, wo wir wirklich angekommen sind, da geht es jetzt darum, dass wir unsere Kraft wieder in uns wachrufen, uns erinnern, was wir im Grunde genommen sind. Dabei geht es um unser inneres Licht, um unsere Seelenintelligenz. Momentan geht es einigen Menschen nicht gerade so gut. Sie kommen immer tiefer an ihre inneren Grenzen. Sie spüren mit der Zeit ihre inneren Blockaden oder Kümmernisse, die sie bis jetzt noch nicht überwunden haben. Ich sehe das als einen ganz normalen Prozess an, durch den jeder Mensch früher oder später gehen wird, weil diese Prozesse, die brauchen wir, damit wir bei uns anfangen hinzuschauen, zu schauen, wo habe ich noch etwas in mir, das gesehen werden möchte oder das in mir in die Ordnung kommen möchte oder in eine Heilung oder in eine Transformation. Ohne daraus jetzt wirklich einen Sport zu machen und auch hier in eine Leistung zu gehen, dass man machen, machen, machen muss, weil das führt auch dann wieder in eine Sackgasse, sondern dass man sich in der Ruhe, sich die Zeit und die Ruhe nimmt und nach der Essenz schaut. Die Essenz ist wichtig. Es geht darum, Oberfläche zu verlassen jetzt, wirklich Oberfläche zu verlassen. Wo habe ich alles vielleicht noch etwas zur Seite geschoben? Wo habe ich doch noch Zweifel an mir selbst, an meinem mitgebrachten Potenzial, an meinen Gaben, an meiner vielleicht Großzügigkeit oder bin ich traurig, weil ich das Gefühl habe, mich versteht keiner oder ich bekomme nicht so viel Liebe, wie ich bräuchte oder mir wünsche. Und das alles, da möchte ich wirklich jeden einladen, dass er da den Mut hat und in die Tiefe geht. Wie ihr wisst, es gibt leichte Methoden und es gibt aber auch Methoden und Therapien und Ansätze, die wühlen sehr viel auf. Und das erlebe ich halt auch oft. Da wird sehr viel aufgewühlt und die Menschen werden nachher wieder entlassen in ihren Alltag und es ist noch mehr aufgewühlt wie zuvor. Und da braucht es jetzt wirklich Verständnis, dass man das nicht immer alles aufgewühlt wird, sondern eher, dass etwas befriedet wird, in Frieden kommt und zwar in so einen Frieden kommt, in einen erlösten Frieden und in einen gelösten Frieden. Weil der innere Friede, das merkst du auch. Und ich würde dich einladen, schau das Video wirklich bis zum Schluss an. Alle meine Videos sind aus dem Hören herausgeführt und da fließen dementsprechende Worte mit heilenden Frequenzen. Und du kannst in einen Frieden kommen, wenn du dein Leben aus einer höheren Warte lernst, anzuschauen, draufzuschauen, drauf zu blicken. Man kann es manchmal selbst alleine nicht so gut, wenn man sehr involviert ist in bestimmte Situationen, oder mit Menschen oder wenn ganz starke Erinnerungen hochkommen, vielleicht aus der Kindheit oder noch aus der Jugendzeit. Es muss nicht alles Kindheit sein, auch Jugendzeit, egal, alles das, was wir erlebt haben. Und letztendlich ist es
spielt es keine Rolle, in welchem Zeitalter das geschehen ist. Und es kann vor 5000 Jahren gewesen sein oder vor ein paar hunderttausend oder vor 500 oder 100. Die Seele, unser Innerstes hat einfach die Erfahrungen gemacht. Ja. Und letztendlich geht es darum, dass wir wieder zurück zu uns finden, zu unserem Urton, zu der Urquelle in uns. Und zwar in uns, nichts liegt außerhalb von uns. Ja. Und dazu haben wir jetzt die Chance, weil dieses, auch hier mal das Wort Christusbewusstsein, das ist ein höheres Bewusstsein mit einer bestimmten Energiesignatur und Frequenz. Und die hilft uns jetzt, die Irrungen, die Täuschungen, in die wir uns selbst reinbegeben haben, die über uns drüber gelagert wurden und so weiter, dass wir die erkennen, und zwar in der Tiefe erkennen, und dass wir aber auch dann uns entscheiden können, wieder möchte ich frei werden oder möchte ich in den, ja, in den bisherigen Strukturen noch weiter verhaftet bleiben. Und innerer Friede bedeutet schon auch, dass ich mich selbst befreie aus solchen einengenden oder beengenden Strukturen, und zwar in mir. Und mein Ansatz ist immer, ich sage immer, wenn jeder bei sich seine Hausaufgaben machen würde, dann regelt sich das Außen, kann sich dann wunderbar und relativ rasch wieder in eine neue Ordnung, in eine schönere Ordnung oder in eine neue Zeit oder neue Welt, auch wie man das jetzt auch wieder betiteln möchte, wird sich das von alleine ordnen. Weil das höhere Herz, ja, ist, meint's immer gut mit uns. Und das Leben meint es gut mit uns. Und das sehen wir an manchen Stellen nicht immer so klar. Und dann suchen wir noch im Außen und möchten das Außen verändern. Und es geht darum, dass wir in uns die Veränderung herbeiführen. Und es kann ganz leicht geschehen, wie gesagt, bei mir, ich male oftmals so ein Bild mit so einer Leichtigkeit. Und wenn da jemand davor sitzt oder das als Poster hat oder aus Original erwirbt oder ich das für denjenigen erstellen darf, sowas. Das sind wie lebendige Lebewesen und die bringen eine Leichtigkeit, eine Freude rein und vor allem diese neuen Frequenzen. Und wenn ich mich mit denen umgebe, dann werde ich automatisch das Energiefeld, wird die Frequenzen absorbieren, aufnehmen und dann kann ganz viel ja, Neues und Schönes ins Leben kommen. Und das wünsche ich wirklich jedem Menschen. Und das ist der Ansatz, mein Ansatz, über die Lichtsessions und über die Seelenmalkunst, die Menschen und die Seelen zu berühren und sie wieder an ihr Potenzial zu erinnern. Und manchmal, es geschieht sofort beim ersten Mal, wenn wir zusammenkommen, ist die erste Befreiungswelle, die läuft durch. Das ist immer so. Ja, und dann kann es natürlich sein, man braucht vielleicht, man möchte selbst, hat man gespürt, ah, da ist noch was, da ist noch was, ich möchte da vollends nochmal auch aufräumen, dann kann man nochmal was machen. Und es wird immer, immer so geführt, da gibt es keine Methode. Ich bin nicht diejenige, wo hier Methoden lehrt und lernt, weil jeder hat seine eigene Methode und jedes System, jedes Körpersystem, jede Seele, die hat ihre eigene Signatur und die weiß ganz genau, was sie braucht. Das weiß ich doch gar nicht. Ich lasse geschehen. Hier bei mir, ich bin dazu da, dass ich geschehen lasse, was in dem Moment geschehen möchte. Und das auch den Menschen weiterzugeben, dass sie loslassen können und dass sie auch lernen, geschehen zu lassen und sich hinzugeben. Ob es jetzt an sich selbst ist, an ihr Leben ist, an bestimmte Situationen ist.
Und es ist so, so schön, weil das sind alles Wege in die eigene innere Freiheit und Seelenstärke. Lebe all deine Farben und lebe deine Essenz. Alles Liebe für heute, bis demnächst.